Was machen wir denn jetzt? Make it meme? Make it meme. Haben wir da schon eine Lobby? Mach ich gerade auf. William Dafoe looking up animated. Das kann ich nicht nehmen, da fällt mir gar nichts ein. Skeleton whispering to man painting. Boah, das ist eigentlich richtig Stonks-Meme, so, ne? Das ist eigentlich eine richtig gute Vorlage. Boah, Mann, aber da fällt mir gerade nichts ein. Ah, Mann, das ist eigentlich eine richtig gute Vorlage. Mir fällt nichts ein dazu gerade. Wenn ich jetzt nochmal skippe. Ja, alle Kinder weggucken, bitte. Ich hoffe, ihr habt auch nichts Besseres mal eingefallen, Mann. Brüder, wenn du das hier gefragt hättest. Junge, Eric Banger. Das Gesicht passt doch mit dem Make-up. Oh Mann. Die Statur auch. Ist das geil. Ah, okay, yeah. Franzi, der ist wieder von Franzi. Nein, ist er nicht. Ich habe zuerst an großen Kopf gedacht, aber. Oh Mann. Ja, klar, du lachst, ey. Aber steht da, Schwirr? Was soll das sein? Er zensiert. Schwan. Schwan. Alter, Philipp, danke für die Erklärung. Der Joke ist einfach so über deinen Kopf geflogen. Tony, nach der ersten Runde? Also, wenn warum das nicht von Tony ist, dann. Warum denn Tony? Oh, so gemein. Da mach ich auch das nee. Ist von, das muss man wohl gehen, Leute. Die Sau. Kann jetzt auch ein Banger kommen, ich muss meinen Meme-Buddy noch raushauen. Okay, nehme ich. Ja, haha, ich muss auch mein Meme-Buddy. Ist auf jeden Fall ein Meme, das hängen geblieben ist, Leute. Ja, ich bin froh, dass ich das nicht bei den unerwartet. Jetzt den ganzen Abend nur noch Brückis Kopf-Meme. Das ist die neue Spezimeta, ja. Die Zensur hat's ruiniert. Ja, aber ich weiß immer, dass hier auch nicht nur Erwachsene-Leute zu gucken. Und dann muss man auch mal freundlich sein. Oh mein Gott, Tony. Hab ich nicht gedacht. Oh mein Gott. Naja. Dafür gibt's dann leider nur ein Mäh, Tony. Na gut. Ey, ich fand das gut. Ich fand's auch gedacht. Banger. Klasse. Danke für die Punkte, Mann. Ja, wer ist auf Rang 1? So, Ende. Ui. Wir machen Schluss. Screenshot. Ende für heute. Ach so, da meinst du, ach so, bei den Punkten. Mach schnell Screenshot. Ja, geiles Meme, Linda, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja. Ich habe gar keinen Meme-Buddy vergeben. Ich bin schon wieder am Poster. Ich hab mir definitiv alleine ausgedacht und nicht mit der Hilfe von Chat. Chat, könnt ihr auch lustige Sachen für mich schreiben? Ja, ich bin wirklich. Meine sind leider voll unlustig. Okay. Ihr seid hammermäßig, Chat. Ich liebe euch. Ihr seid gemein. Schlau und witzig. Nee, da fällt mir nichts ein gerade. The future is now, old man. Ja, Mann, ich fühle mich so richtig unlustig heute. Make it me wieder richtig crazy. Mann! Ich tue einfach so, als ob ich das. Ob ich Linda bin. Ey, Linda! Nutella-Gebäckstück. Das könnte auch Philipp sein. Ich habe schon so lange keinen Nutella mehr gegessen. Ich nehme nie Nutella auf irgendwas. Hä, was ist denn mit den Croissants? Ja, auf dem Croissant, aber auch sonst? Croissants? Hä? Und sonst? Und sonst? Aber jeden Tag isst du doch Croissants mit Nutella. Aber sonst? Welches Gebäckstück sonst, Franziska? Auf eine Brezel. Croissant? Rente. Das ist too real. About too real. Croissant? Die hat immer ganz viele Croissants. Croissant? Oh, lecker. Today I wanted a croissant. Croissant. So I got myself a croissant. Croissant. Let's shortcutter, wenn Chris denkt, da. Ist wirklich so. War nicht für Content. Hey. Kann ich was als mein Meme-Buddy machen und das gleichzeitig downvoten? Ich glaube, das bringt dir nichts, weil du kriegst ja Punkte, je nachdem, wie viel Punkte es. Oh mein Gott, stark. Den finde ich gut. Das finde ich lustig. Und ich habe nur 3 Stunden Baldur's Gate gespielt. Ich habe 150 Stunden gespielt und ich finde es accurate. Ja, das ist ja auch 200 dein actually. Ist es das, Flash? Ja, das ist das. Natürlich ist dein Meme. Oh, nee! Die neue Ära einfach. Warum nur 3 Stunden? Ich will's offstreamen. Ganz entspannt durchs Spiel. Warum du so zooms ins Gesicht gerade? Ich hatte noch nicht Zeit dafür. Aber ich find's voll geil. Croissant? Oh, ich hab vergessen, meinen Buddy zu übergeben. Ach, ich bin...
Ich hab ihn vergeben. Ah, ich diesmal. Auch nicht. Scheiße. Ihr seid alle so kacke. Ihr seid so kacke. Ich hab euch einfach analysiert in den letzten Monaten. Ich weiß jetzt, was ihr lustig findet. Was ist jetzt hier mit dem Baldur's Gate? Ach, ist ja auch egal. Oh, es ist Linda. Ist ja wild. Ich fand's super. Das reicht mir. Vielen Dank. Wenn ich den Shortcutter nicht meinem Buddy gegeben hätte, wäre es an Baldur's Gate gegangen. Das Meme war ja von dir selber, Bless. Mir ist nichts eingefallen. Da muss ich so tun, als ob es nicht von mir ist, damit Philipp mich nicht downvote. Okay. Ich wollte nie jemanden downen, tatsächlich. Ich habe noch nie einen down gewotet für dieses Spiel. Philipp Redemption Arc, ich glaube nicht. Was machen wir da? Nee, nehme ich nicht. Nehme ich auch nicht. Boah, ist das schwierig. Mann! Ich hab keine Zeit mehr, ich bin so unlustig, ich auch nicht hasse mein Leben, ich hasse mich ihm. Ich bin der neue Philipp! Das wissen natürlich jeder. Ich hab keine Zeit! Das finde ich gut. Ich wette, das ist von Vlaskas. Ja, das ist episch. Meme Buddy. Die Lore, siehst du, ich ist nicht von mir, weil ich habe Meme Buddy gegeben. Ich habe Meme Buddy verteilt. Natürlich hast du Meme Buddy gegeben. Das war dein Meme, Philipp. Pilzsoß-Incident. Nein, Philipp. Das ist wirklich wahr, weil ich wirklich seit 3 Tagen das erste Mal in den Kühlschrank geguckt habe. Bist du gerade League of Legends gegrindet? Ich hoffe, das Meme. Ja, ich habe Samstag haben wir Aufstiegsplayoffs, deshalb muss ich jetzt mal wieder gut werden. Ah, okay, check. Schon sehr lustig, oder? Ich raff überhaupt nicht, was das ist. Hey, was ist mit der Pilzsoße, Mann? Weiß ich doch nicht. Ich hab nie gehört. Das ist von Chris. Alter, stark. Das ist ja frisches Kaltgetränk, das in den Geschmacksknospen je gekostet haben. Das ist von Philipp. Das sollten wir als Werbung nehmen. Das wäre egal, ich nehme das als Meme-Buddy. Oder das war Lumis sogar, glaube ich. Das verstehe ich nicht. Was ist Brad Summer? Das ist Brad Summer TikTok. Ja, das ist einfach. Ist halt eine Mood. Na nee, gut. Bei TikTok bin ich raus. Brad Summer ist halt, also Brad heißt halt das Album das und man hört dann diese Songs und das ist einfach geil und ein Vibe. Das war schon Finanzamt. Das war warum fallen euch so lustige Sachen ein, Alter? Boah, das letzte muss jetzt ein Banger werden, bitte. Philipp. Oh. Was ist das denn? Wer würde sowas schreiben? Philipp 2. Den verstehe ich nicht. Mann. Das glaub ich leider auch nicht. Vanessa schreibt, und da ist Philipp wieder. Hä? Was schreibt Vanessa? Und da ist Philipp wieder. Menschen ändern sich. Das weiß ich nicht. Ich hab schon wieder gewonnen, ihr kleinen Pisser. Wow. War so klar, dass du das warst. Hä, Wenger? Ich habe diese Lobby einfach durchschaut. Ich weiß jetzt, wie ihr tickt. Philly ist heute Gewinner einfach. Ich bin der neue Philipp. Ein einziger Meme-Buddy für das erfrischendste Kaltgetränk, das seine Geschmacksknospen je gekostet haben. Minus 600. Oh, Mann, ich hätte das gememe-buddied, wenn ich nicht schon wieder vergessen hätte, dass man... Aber was soll das heißen, Bless? Ich hab bei 3 Sekunden geskippt und dann konnte ich nichts mehr rein. Guckt euch das an, Leute. Ich möchte jetzt, dass ihr euch alle erhebt. Alle erheben sich jetzt. Wir werden alle zusammen tanzen. Tag, Philipp. Starker erster Platz. Das gab's noch nicht. Nice, ich habe einen lustigen Freund, juhu. Und du bist auch lustig. Endlich nicht mehr die lustigste Person der Wohnung. Let's go. Das werdet ihr die nächsten 5 Jahre noch hören dürfen. Philipps erste gewonnene Make-It-Meme-Runde. Da wird er immer sagen, ich kann ja auch lustig sein, ich will nur nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe auch schon andere Lobbys gewonnen, wo Leute eine... anderes Level von Humor haben. Ich sage jetzt nicht ein höheres Level oder ein niedriges, einfach ein anderes Level. Also die waren bashed und unlustig, meinst du? Vielleicht, aus deiner Sicht. He's probably thinking about other women. Text 1. Nee. Junge. Oh Mann, was ist das denn? Aber das ist eigentlich ein geiles... Also ich glaube, das Template alleine, da kann man schon mit Mid-Level-Meme rausballern und... Es wird geil. Die Frage ist, was ich da jetzt nehme. Ja, warte, ich mach hier. Es ist nicht perfekt, aber whatever. Ich finde Spezi ist mir ich nicht so geil. Das ist funny. Und süß. Das ist lustig. Das ist lustig, Philipp. Das Lustige ist halt, dass das Philipp ist. Von mir. Das halt wirklich Philipp ist, ja. Nein. Haha, das ist ja voll lustig, von wem das wohl ist. Wer ist der in der Mitte? Das kann ich nicht sagen, ohne zu spoilern. Ah. Das ist lustig.
Was ist das für ein Meme? Hä, die rote Zucchini? Ich war auch gar nicht dabei bei der Zucchini. Das war doch mit wem anders. Mann, dann war's halt mit Linda. Das war ich. Ja. Was ist mit deinem Gehirn? Man. Linda, hätte ein Dinger werden können, Chris, aber das war's dann leider nicht. Scheiße. Mann, ist ja dasselbe nochmal. Das finde ich geil, sehr gut. Upvote. Das kriegt von mir ein Downvote, jetzt reicht's. Das ist so stark. Das Schlimmste ist, ich war bei der roten Zucchini nicht mal anwesend. Da war ich kurz AFK. Ich hab das, ich hab da nicht mal... Oh Mann, nee. Das war sehr lustig, Lumi. Ja, das werde ich mir im VOD angucken. Oh ja, das ist absolut richtig. Das ist accurate, ja. Das hat jetzt auch natürlich ein vollkommen neues Themenfeld eröffnet, nämlich Wetter und Hitze. It's the lore. Das kriegt mein Meme-Buddy. Ja, gutes Meme, Linda. Ey, das ist aber ein gutes Meme. Das gebe ich Meme-Buddy. -85, was ist los mit euch? Wie kann ich mit dem Bänger Vorletzter werden? Jetzt habe ich mal wieder meinen richtigen Humor rausgebracht. Ich werde direkt abgespart. Es geht nicht. Hey, ich habe dich geupvotet. Du wirst mich gedauert. Weil schon zu viel totgedrückt wurde jetzt. Aber das ist das perfekte Meme dafür. Ja, und? Aber es ist einfach schon ausgelutscht. Also, dass du mit deinem komischen Game of Thrones Ding über mir bist, das ist frech. Oha. Okay, erklär mir, wie hat Tunni jetzt mehr Punkte als ich? Meme-Babi wurde die richtig eingesetzt. Meme-Babi. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss... Nee, das muss ich weiter scrollen. Da fällt mir auch nichts zu ein. Das hatten wir gerade schon. Ich will den Text oben nicht haben. Toni, ist aber auch ein bisschen lustig. Oh. Ja, die Katze guckt so traurig. Ja, die guckt so traurig. Was, also. Ah ja, ja, actually ist es wahr. Ja. Toni auch. Nein, Moment mal. Das wurde eben auch schon 8-mal gesagt. Nein, ja, das wird jetzt gedownvoted. Ja, kollektiver Downvote. Zu oft gewesen. Ist ein lustiges Meme, aber zu oft dasselbe. Ich Billy auf Platz 1 und Chris auf Platz 6 in Make It Meme. Visible Confusion. Ja. Aha, weil ich immer verliere, ja, ist klar. Wer benutzt hier die Vornamen? Ist das etwa von Vlets? Haha, Philipp, du bist so salzig. Hey. Das ist auch funny. Das ist echt so lustig. Das ist sehr lustig. Meme Buddy. Das ist von Chris. Das ist überhaupt nicht von mir, das ist von Lumi. Ja, kann ich ein paar Baso Armen in den Chat? Scheiße, Baso A in den Chat. Das ist von Lumi, das ist nicht von mir. Ich nehme auch Baso Armen. Meme Buddy. Hä? Das finde ich geil. Das finde ich gut. Kaiser. Junge, was ist das denn? Was heißt das denn? Das war, habe ich gerade Meme Bobby gesagt, aber ich habe Meme Buddy. Beschere, Stein, Papier spielen, der 5-jährige Jonas. Hä? Was? Das ist eine Scheiße. Hä? Check ich nicht. Willst du denn nicht Brunnen oder so dann machen? Oder was ist. Oder. Ich check's nicht. Oder Spiegel oder so? Aber wer mein Humor ist zu advanced für Lumis ADHS-Brain. Das könnte sein. Hier wird ja nur geroastet, Mann. Mann, ich krieg nur Minuspunkte! Warum ich wieder minus 600? Wo ist Les? Junge, minus 600. Wie ist es möglich? Ja. Meme-Bobby. Ich hätte lustig gefunden, Chris, aber nicht in dieser Lobby. Ich hab Meme-Bobby. Das warst ja du selber, Linda. Und in den letzten 3 Sekunden krieg ich das und ich so, Meme-Bobby. Und auf einmal kackt die alle übel ab. Meme-Bobby fand ich eigentlich das beste Meme tatsächlich. Ja, war mir klar, dass du das am lustigsten findest. Das ist so dein Humor-Level, Philipp. Text 1, Text 2. Boah, ich weiß nicht, ob ich das fühle. Ich glaube, ich nehme einfach den. Ich nehme Billo. Ich nehme Billo-Meme. Ich bin's heute einfach nicht. What gives people feelings of power? Money, status, erster and make it meme. Ja. Understandable. Ja. Ja, ist okay. Oh Mann. Ja, ich finde das sehr gut. Ich finde, ich liebe das. Ich bin Meme Buddy, ist sehr, sehr gut. Wenn Brückis gut findet, dann direkt alle anderen gleichzeitig Download. Nein, keine Holster-Memes, das ist Cheaten.
Meme-Buddy. Meme-Bubby. Mein Bubby ist raus. Meme-Bubby. Mein Bubby. Er lacht und gibt mehr, weil es absurd war. Jo. Ja, das ist geil. Boah, ich glaube, die Charaktere Pink von Philly und Blesk, ja. Pink ist und Blesk halt auch Pink ist. Ah, stimmt, jetzt hab ich verstanden, danke. Hast also du jeder von deinen Charakteren in der Cutscene, Philipp? Hä? Ich sehe doch voll normal aus bei Elden Ring. Aber ich denke gerade so an Polizei, an hier so Autobahn. Guck, ach, ist ja aber geil. Autobahn. 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 Bobby. Habo Hotel. Geil, Hotel! Ihr Kleinen, ich hab euch gelesen wie ein Buch, die Violine. Du und ich. Oh, nee. Egal, ich hab meinen Meme-Buddy woanders hin. Ich bin. Junge, Brad Summer 450? Hat nur 420? Oh Mann. Ich fand Brad Summer lustig. Ich habe. Ich wir auch, müssen. Ich hab das abgeoutet. Können wir gleich mal ganz kurz warten, weil ich habe noch einen geheimen Star-Mitspieler eingeladen, uns zu joinen bei Make It Meme. Oh scheiße, es geht ja noch zwei Runden. Okay, jetzt habe ich es vorweggenommen. Ja, naja, egal. Ich bin ganz aufgeregt. Scheiße. Ja, you will love it. See, nobody cares. Boah, ich weiß nicht, ob ich das machen will. Text 1, see nobody cares. Hm. Oh, Tippfehler. Schnell abschicken, ihr seht nichts. Kann jemand so einen Grillenzug mal anmachen? Was haben wir hier? Oh mein Gott. Ricky, das war schon beim ersten Mal nicht lustig. Ja. Sorry. Vor allem Toni. Ja. Ja. Fashion Ring? Verstehe ich nicht. In Elden Ring, wenn du immer so deine Sachen nicht nach Stats aussuchst, sondern wie geil sie aussehen. Oh, na gut. Ja. I tried. Du kennst das nicht, weil du mal nackt bist, Philipp. Entschuldigung. Ich habe aber nur gelacht, weil die Katze so lustig guckt. Die ist so geil. Ist das von Brookie selber? Und dafür gibt es keine Punkte, Brookie. Tonis Follower auf Instagram, veganes Essen, ja. Ja. Die Katze sieht süß aus. Ich wäre gerne mit ihm befreundet. It's Showtime. Oh Mann, ey. muss ich ja erst irgendwie abbauen, ne? Ist doch bei Meme-Bobby, glaube ich. Meme-Bobby auch bei Brügge mittlerweile angekommen. Schön. Mann, ich verstehe diese Brand-Scheiße, die muss aufhören. Ich finde die gut. Abbauen. Dabei bist du die Target-Audience, wenn du von dem Meme. Wirklich? Warum? Hä, weil du da so rausgehst, weil du keinen Bock da drauf hast. Ach so. Das war ja. Ich find's geil, wie Lumi jedes zweite Meme erklären muss. Ja, Mann, ja. Ey. Vielleicht ist auch mein Gehirn einfach so komplex, dass ich viele Sachen einfach sehr gut verstehe. Ja. Weil ich immer so viele Ecken denke. Ist auch ich, das Meme nicht. Und deswegen konnte ich den Jonas nicht verstehen, weil das war nur so eine Ecke. Das stimmt. Ja, der wird mich in meinen Träumen verfolgen. Oh yeah! Oh, stark! Ja. Wenn ich mit dem Hey Macarena Meme nicht auf Platz 1 bin, dann weiß ich auch nicht weiter. Ihr habt Fashion Ring downvoted? Ich hab das nicht downvoted. Ich weiß warum ich auch der nicht. Hass? Okay. Oder so. Ich den Humor der Lobby in Folge. Know your audience. Minus 600. Weiß ich jetzt nicht. Know your audience. Nee, ich dachte, hey, Margarita wäre der übelste Banger. Ich hab mich so weggekracht, scheiße. Ich kann ja auch keine Boulder-Memes machen, weil ihr bouldert ja nicht. Nee. Manchmal ist das auch schon schön, wenn man selber drüber gelacht hat, ganz ehrlich. Das stimmt. Entschuldigung, ist das lustig? Was ist gerade passiert? Was denn? Hm? Mein Meme wurde einfach abgeschickt. Na gut. Oh, das ist komisch. Ich finde den gut. Ich fand mich das erste Mal ein bisschen lustig. Aber das Meme ist auch krass, muss ich sagen. Das Schlimme, das Problem daran ist, dass Philipp das halt downvoten wird. Sprich, ich kriege auf jeden Fall nicht volle Punktzahl. Wisst ihr? Volle Punktzahl ist ausgeschlossen, leider. Meme Buddy! Dann sie. Oha! Stell dir mal vor, wir hätten das andersrum gemacht, das Spiel. Hey, ja? Du wirst doch gar nicht angetanzt im Club, hä? Ja, aber stell dir. Okay, wow. So nämlich. Was bedeutet das? Dass jeder, der seine Nudeln nicht salzt, ein dicker Muggel ist. Das ist von Franzi, aber von wem war das erste? Das ist ja noch frecher dann. Das war mir ein bisschen. Das war. Ich hab das nicht. Das ist mein Gehirn nicht verstanden. Hey! Das ist ein persönlicher Angriff. Damit hast du dir meinen Downvote gekauft. Junge, da hat aber jemand gar keine Idee. Ich konnte einfach, das war einfach abgeschickt und ich so. Alter, das ist einfach eine neue Metaebene. Linda hat das so getan, als ob ihr Meme einfach abgeschickt wurde. Und das war ja krass, wenn sie das gemacht hätte. Das wäre so krass. Stark. Das wäre echt krass. Als ob ich so schlau wäre.
Wenn ich gerade freiwillig die Spülmaschine ausräumen wollte und meine Mom in dem Moment sagt, räum doch mal die Spülmaschine aus. Ja. I'm not doing it. Und dieser Ping muss auch so accurate, Alter. Ja. Das habe ich früher richtig gerne geguckt. Ich auch, mit diesem Not. Es war so satisfying, es anzugucken, weil es alles so Knete war und so. Ich war gar nicht dabei! Hä, Meme Buddy minus 200? Achso, ne, Meme Punkte, okay, nevermind. Keine Meme-Strafe? Wie hab ich denn 630 Punkte nur gekriegt? Philipp, du hast mich gedownloadet, du Sau. Mein Meme war einfach nicht mal dabei. Hallo? Ich hab sogar mein Buddy gegeben, ja. Okay, gleich kurz Pause machen, damit der Secret Gast joinen kann, falls er noch was noch da. Ich bin Erste, ich möchte kurz meinen Sieg feiern mit euch. Ist doch auch gar nicht. Glückwunsch! Danke! Glückwunsch. Aber dann ist es doch gar nicht schlecht, dass es nicht abgeschickt wurde, weil du hättest so Minuspunkte gekriegt, wenn nichts dagestanden wäre. Na, da stand ja was! Ach, egal. Ich gönn Toni den Sieg, alles gut. Ja. Ist Pokémon? Nein, es ist Caruso. Oh. Dann bin ich mal gespannt. Ist das mein Lieferant mit der Salami-Pizza? Budum. It's a surprise tool that will help us later. Null Plan. Scheiß Meme. Weg. Sad dude. Nee. Mann, ich bin schon wieder so unkreativ. I'm never gonna financially recover from this. Ah! So. Ach, Carousa, direkt einen Banger rausgehauen. Das ist von Philly, der hat doch vorhin schon Nein, Macarena gesagt. Philly, war Macarena von dir? Ja, das war ein Banger. Nee, das war übel scheiße. Das ist doch immer so, hey, Macarena. Das sieht alle immer so aus wie der SpongeBob. Was da? Die ganze Leute werden Philly's... Oh, Mann. Das gibt ein Upvote. Downvote. Warum Downvote? Toni? Ich möchte mich dazu nicht äußern ohne Anwalt. Okay. Okay. Billys Reaktion zu Blitz haben wir Abfahrt! Ja, toll. Ohne Witz, weißt du? Blitz haben zieht sich durch 80 Runden Billys Reaktion. Das ist, glaube ich, das dritte Brad Summer-Meme. Ich liebe ja, das dritte. Film, ist mir egal. Billys Reaktion. Oh nein, nicht Billys Reaktion! Hey! Oh. Wow. Was soll das? Downward. Alter, halber Roman, ey. Halbe Bibel. Cruel zum Imposter, how are you not that? Schauspielerische Meisterleistung des Imposters. I have no idea. Aber it's true. Ich appreciate den Effort. Ja. Da muss man richtig nachdenken. Ja. Was? Downward. Ja, aber der ist von Brötchen. Ja, safe. Downward für Challenge. Keine vegane Wurst. Er hat heute schon wieder, ich habe ihn ein veganes Würstchen in Kartoffelspinat mit Ei gewandt. Und er hat heute noch darüber geredet, wie traumatisierend das für ihn war. Einmal. Okay. Und ich höre einfach auf, ihn zu kochen, dann isst er das ja, voll ganz schnell. Ja, wirklich so. Mein Gott. Toni, du könntest für mich kochen. Ich würde alles appreciaten, was du kochst. Oh. Ich würde es auch so wegmachen. Ich würde auch vegan. Ich will auch alles. Alles. Sei lieber vorsichtig, Brücki. Auch Privilegien kann man schnell verlieren. So ist es. Dran denken, Schatz. Ja! Alles klar. Erster Platz! Jo, ich habe 4 Meme-Buddies. Also, I'm back, back. Carousa direkt mit einer richtigen schlechten Start. Ja, muss ich sagen, das enttäuscht mich. Hä? Huh? Ach so. Ja, gut, aber Meme-Buddy. Ja, der muss erstmal akklimatisieren. Ja, so ist es. Muss man erstmal reinkommen. Nein, Brücke wurde downgebaut. Also, dass mein Bailando Amigos Adios Emote nicht auf 1 ist, das ist auch schon wieder typisch. Das war schon. Ich hab's geabholt. Ja, ich fand das geil. Ich fand das lustig. Ich hab's sogar Meme-Bubbied. Ich hab's appreciated. Camp Meme-Bubbied. Say something smart, Kowalski. Text 1. Nee, Chat. Nee, das geht nicht. Here it comes! Ah, warum ich Rentner? Ist überhaupt keinen Sinn. Ah, Mann! Ich hatte schon wieder keine Zeit. Das ist aber sehr, das ist sehr lustig. Das ist sehr witzig. Das ist also ich würde mir selbst ein Meme-Buddy geben, wenn ich könnte. Ich war das sehr nicht witzig. Das mit der ChatGPT, Entschuldigung? Nee, ist keine ChatGPT, Entschuldigung. Achso. Auf gar keinen Fall. Hä? Nein, die haben wir selbst geschrieben. Hallo, ich möchte das bitte dann lesen. Schreibt ihr sehr komisch. Seid gemein zu mir und ich banne euch. Those kids could read, they would be very upset. Ja. Oh,
Jo, und Junge. Macht mich schon wieder aggressiv, besser gibt's einen Download. Hey! Ist doch voll lustig! Ist doch voll lustig. 700.000 Euro Rückzahlung. Vor allem 700.000. Ja, ich habe eine... 800.000. Ich wollte halt nicht deine Finanzen leaken, deswegen dachte ich... Ach, schon mal wieder? Einfach. Das ist doch jetzt ausgeschlachtet. Ach nee, weil... So wie die Tiere, die für Burkis Essen sterben müssen. Ja. Ist echt so. So. Ich habe doch auch... Es ist wirklich nervig. Was hast du? Ich esse auch veganes Essen. Nur diese Wurst... Diese Wurst, die geht mir nicht rein. Die Wurst war scheiße. Brot im Sommer? Ah, oh, Brett, oh mein Gott. Bro, also jetzt bist du ja wirklich... Also, holy shit, Brotsommer. Oh Mann. Der ist simpel, aber der ist lustig irgendwie. Der ist voll so ehrlich, weißt du? Der ist wahrscheinlich wirklich so passiert. Ü50 Rente, Lidl, wenn das Minutenschlüssel im Angebot ist. Ü50 also Rentner. Ja, ich wollte Rentner schreiben, aber dann war Zeit vorbei. Das ist meins. Entschuldigung. Minutenschnitzel, was ist das? Schnitzel, was so in Minuten fertig ist. Ja, so in ein, zwei Minuten ist das. Ich soll nachfragen, welche vegane Wurst es denn war. Ja, es war irgendeine random Wurst aus Seitan. Also ich sag mal so, die Runde war es nicht. Nee. Generell ja, die war... Wie kann ich denn mit einer extrem witzig? Wie kann meine kein also das ist doch ein Bänger mit Brent Summer. Ich hab's geantwortet wegen dem Wortwitz, aber da war ich anscheinend auch die einzige. Nee. Oh je. Yeah. Na gut, ich habe jetzt eine neue Taktik, wenn mir nichts einfällt. Oh nee, nicht Brokkoli vegan. Text 1, Text 2. Nee. Das ist zwar so geil, ne? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Bei der bei den ist okay. Oh Mann. Ja. Mann, jetzt hätte ich eine bessere Caption für. Kann Scheiße. Man essen? Klar. Du könntest mal kosten. Einmal kannst du sie noch essen wahrscheinlich. Philipp, pack Salz in deine verfickten Nudeln. Why das ist von Karausa. Man schmeckt keinen Unterschied und ich spare 0,387 Cent pro Portion und du hast keine Ahnung. Screams. Man schmeckt nee, auch keinen Unterschied. Das ist 1:1 für die Argumentation. Das ist wirklich so. Ja, man schmeckt doch einen Unterschied. Ja, wenn du sie pur, nicht. Wenn du sie roh isst, aber nicht mit einer Soße, da schmeckt keiner einen Unterschied. Brücki, der nach okay, das ist von Brücki. Das ist funny. Schon gut, ist aber lustig. Auch traurig. Läuft also nicht gut, Toni, sagst du? Nee, überhaupt nicht. Oh. Das ist ja mit Brücki du. Komm in den DC, Toni. Wenn du einen Filmi mit Untertiteln guckst und im Filmi jemand sagt, dass er nach vorne guckt und der ist ein... Hä? Was? Ich bin nee, Alter. Was? Was? Hä? Was? Und da, ach so. Da muss man noch. Ach, Philipp. Hä? So fies. Ist einfach nein. Philipp, ja, so bad. Wenn du jeden Tag müde bist, aber der Arzt sagt, alles in Ordnung und der Blut ist auch okay, aber du jeden fucking Tag müde bist. Guess I'll die. Accurate. Oder die sagen dir, ja, reduzier doch mal Stress. Nimm meinen Abwort, Linda. Ja, das war persönlich, das war jetzt nicht für euch so, das war einfach, ich brauchte das. Ah, ein bisschen Infodumpen. Preis für den größten Sprachfehler? Weiß ich nicht. Wer ist das? Weiß das ist Cristiano Ronaldo. Nein, ich meine, auf wen das Meme bezogen ist. Mein Gott. Mein Meme Bobby vergessen. Fuck my life. Nicht der Meme Bobby. Ich hab den Meme Bobby vergessen. Mann, wie kann das? Wie kann ich jetzt schon 166 Punkte? Es gab bei Stream Awards eine Kategorie. Größter Voice Crack. Ich hab auch nur 166. Und meinst du, er ist 20 mal geiler als deins, Chris? Und da ist halt dann jemand, gewinnt dann so größter Voice Crack und steht so auf und holt sich so einen Preis dafür. Aber da müsste ja dann größter Voice Crack ja, stehen. Ja, hab ich zu spät gerafft. Ich bin dumm. Das ist, ich hab deins geupdatet, Philipp, aber das ist, die verstehen das manchmal nicht. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich hab's verstanden, aber ich hab gesagt, Philipp, gebe ich die Punkte nicht. Boah. Da weiß ich schon wieder gar nichts. Ich skipp das hier. Das skipp ich auch. Skipp ich auch. Ich muss alles skippen. Ah, Mann, das ist doch lustig, oder? Banger! Abschicken! Versteht ihr? Nicht Brad Summer? Es ist Brad Summer. Und das werden die nicht verstehen, weil die dumm sind. So. Oh. Es ist, ja, ist so cool. Lustig auf verschiedenen Ebenen, weil jetzt auch wieder keiner lacht, ne?
Okay, aber dann. Stimmt, Upvote. Oh, Fühler. Emotional Damage. Ja, Emotional Damage habe ich lange nicht mehr gehört. Der ist von Blesk. Ich höre das einfach in meinem Kopf, die Stimme. Ja. Das ist überhaupt nicht von mir, das ist von dir, du Sau. Nein. Nein. Ich habe ein viel besseres. Das ist nicht von mir, ich habe auch ein viel besseres. Das ist von Franzi. Ja, das ist von. Warum? Das ist so eins, was. Der Smiley hat mich verraten, glaube ich. Elon Musk. Elon Musk finde ich auch gut, ja. Nein, nicht Elon Musk! Elon Musk! Elon Musk und sein Meme-Bubby. Mein Gott, Röki! Nein, ich hab mir nicht Röki und vegane Wurst geschrieben! Nee, das geht nicht. Aber das so ist lustig nicht. Wegen das Bratsommer. Es tut mir leid. Oh mein Gott, das ist lustig. Oh, aber das ist nicht intended, das ist nicht intended, das garantiere ich dir. Oder? Was ist intended? Ja, doch, es ist klar, es ist intended. Nintendo? Das wäre krass. Was ist Nintendo? Komm, mach noch einen Banger, ich hab meinen Meme-Bobby noch. Ich hab meinen Bobby auch noch. Meme-Bobby. Der muss raus. Meme-Bobby. Babu-bab-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Oh. Nein, da sind wir doch konsequent. Nein! Das ist dreimal. Das ist lustig. Upvote. Also ich werde ihn bei dir. Warum? Ich verstehe die Logik nicht. Nein, Philipp, die trollen nur. Upvote. Oha. Warum? Weil da nicht mit der Staub reingeht. Ja, aber das nimmt doch voll viel Platz weg. Es kommt eh kein Staub rein, wenn du die regelmäßig benutzt und einfach die aber Tür warum vom nimmt Schrank das mehr Platz zu machen. Hä, das ist anders genau gleich viel Platz. Hä, weil du stapelst die ja nicht da drauf. Natürlich kannst du die auch stapeln. Ja, aber und warum das ist mein erster das Platz. Dann nicht? Weil ich genug Platz habe und keinen Platz brauche. Nicht mehr. Ihr habt meinem Bratsommer minus 500 Krise. Alter, Flitzkopf auf einem Niveau mit Brüchen. Ich fand meinen Bratsommer echt gut. Ich dachte halt, wäre von Brücke, dann hätte ich gedacht, dass er nicht auf den Bratsommer-Joe kommt. Und deshalb dachte ich, er wäre nicht intended. Das war intended. Ah, jetzt habe ich das erst verstanden. So, und nämlich ist der Boden im Schrank auch sauberer als der Staub in der Luft. Nämlich bei Philipp nicht. Hä, was soll die Scheiße? Okay. Ja, der hast du schon einmal Glas deinen rein. Schrank gewischt. Ein einziges Mal, seit du da wohnst. Natürlich. Ja, ich glaube auch. Klone. Ja, irgendwie sowas. Oh mein Gott. Ich höre Brücke nur schreien, das ist ganz alles klar, Alter. So. Es ist aber halt wirklich so. Das ist aber true. For real, das for real. Das gibt mir Upvote und Meme-Buddy. For real. Meme-Buddy. Was ist also von dir, Philipp? Nein. Das ist von Philipp. Oh, hast recht, das vorher war wirklich nicht von dir, Philipp. Das ist sowas von Philipp. Oh, ist so das Bett? Jesus Christ. Und mein Meme-Buddy ist gerade Breath-Summer und es ist halt einfach von Charlie und alle auf TikTok benutzen hast und generell ist es Vormittag dann jugendlich hip und cool, du verstehst das bestimmt beim nächsten Mal. Röki, das gibt einen Downvote. Oder Carousa. Ja, Ciri findet das lustig, das war mir klar. Ihr mag doch nur Schlaf, ihr mag. Junge, so schlimm. Vor allem, wenn so ein Song viral ist gerade. Very cutesy. Capybara. Capybara. Fucking Demore, Alter. Ich kann es nicht mehr von hören. Lumi? Ist das von dir, Linda? Aber warum hast du denn selber vorgelesen? Das ist von mir. Nee. Finde ich die einzige, die man will. Dir. Ich sag, das ist von Brücki. Sonst hätte nämlich derjenige die geschrieben. Das ist 100% von Brücki. Und es ist Kermit, deswegen ist es auch von Brücki. Jedes von den Mädels hätte der geschrieben. Oh Mann. Und es ist Kermit. Warum stand der nicht einfach Brücki an Karneval oder so? Scheiße. Das ist lustig. Ja. Aber steht es nicht von Basel, ist es auch nicht von Basel, oder? Ist nicht von mir. Wenn es da steht, dann ist es nicht von mir. Die Person hat ein sehr lustiges Meme gemacht. Ja, so ja, wer ist er denn, ey? Wer ist er denn, ey? Ich hätte auch so gerne seine Chips. Ja. Haben wir Chips da, Schatz? Wäre sie trotzdem Nee. Nur vegane. Stimmt, nur so vegane aus Kichererbsen. Ja, relatable, Lumi, ganz ehrlich. Ja, ich bin mal Erster. Jetzt bin ich nicht mehr. Oh. Aber ich bin dafür jetzt Erster. Aber also die Lobby sind sinnvoll Humor, dass ich mit dem 510 Punkte mache. Null Punkte. Ich fand's sehr lustig. Na, ich muss mich ja schon verstellen. Ich muss schon sagen, die.
Damit auch nicht wissen, was von mir ist. Doch, doch, doch. Du hattest doch vorhin auch lustige Memes, hä? Nein, ich muss mich hier verstellen. Hier weil sein, sobald rauskommt, ist jetzt bin ich downgevotet. Oh, danke schön, Leute. Alter, ich bin super lustig. Ja. Ich bin auch fast noch auch super lustig. Ja. Noch eine Runde. Noch ja. Nein. Keine Ahnung. Finde ich schwer. Oh, was? Oh, den kenne ich sogar. Den Golfspieler. Das ist ein Profigolfer tatsächlich. Das ist dieser berühmt-berüchtigte. Aber was macht man? Das kann nicht schon wieder Elden Ring-Dingens sein. Nee, muss ich wegskippen. Wenn ich jetzt nochmal skippe, muss ich einloggen. Ah, Mann, ich kann nicht. Schon wieder keine Zeit! Ich wollte die U30er in der Lobby sagen. Ah, ich krieg Krise. Ich möchte adressieren, was in den letzten Tagen in meinen Streams passiert. Das hat mir jemand reincopy-pastet. Das hat mir jemand reincopy-pastet. Ja, ja, Toni. Aber der ist ein Banger. Hä, was für ein. Ich find's auch ein Banger. Was? In 2020 haben wir. 2020, da war doch zu. Also, ja, alle Shisha-Bars waren dann so Testzentren und da macht man diesen Tropfen auf diesen Corona-Test. Oh. Gut, dass du dein Mikro mal noch erklärt hast. Ja, jetzt ist lustig dann. Ah, jetzt ist lustig. Ich hoffe, ihr habt alle Meme-Bubby gegeben. Die Ü30 vor allem. Was ich hatte schon wieder keine Zeit. Ich wollte die Ü30 in der Lobby schreiben. Was soll denn das jetzt? Was bedeutet das? Wir sind beide 1995. Weil wir bei euren TikTok-Jokes immer nicht lachen können, weil wir das nicht hoffen. Oh, achso. Scheiße, oh mein. Oh, do what your heart tells you. Ich nach einem schlechten Tag, you got this boss. Spiel Make It Me mit der. What the fuck, ey, zu viel. Good job, Rookie. Dieses Bild ist ja so gruselig da unten. Ja, ne? Das ist einfach mein Sleep Paralysis Dämon. Das hätte doch perfekt zu dem gepasst, was ich Brücki gesagt habe, dass er einfach er selbst sein soll bei Make It Meme. Chance vertan, Meme Bubby. Nein, als Erfinderin des Meme Bubbys muss ich sagen, das ist falsch geschrieben. Na und? Aber es ist noch zu lustig. Upvote. Nee. Na gut, Basu sagt Upvote, dann upvote ich halt. Ja. Aus dem ganz anderen Raum raus. Upvote! Junge. Tag. Das war Bless. Geil. Ja, das ist ein gut. Lustiges Super-Meme. Super-Meme. Rücki dir seine Identität geil machen muss, um nicht genommen ohne zu werden. Das ist ein mega Kinderbot. wenn das dir beabsichtigt ist, dann finde ich es noch lustiger. Mensch, die sind ja beide geil. Welches war von mir? Keins für den! So nämlich! Nein, Alter, als ob. Platz fucking 1! Oh, ja. Leute, ich habe euch das Meme sogar erklärt und trotzdem nur 676 Punkte. Ey. Mann, ah, scheiße, ich dachte, ich gehe mit dem Wholesome-Meme, aber ich hab's, glaube ich, übertrieben. Ne? Weil mir geil, 0 Punkte! Das war ein Wholesome-Meme. Ja, hast mich heute. So. Du hast mich. Es liegt nicht an dir, Philly, es liegt an dem Meme-Template. So muss sich Philipp jedes Mal fühlen, wenn man Make-up-Meme spielt. Wenn Lumi die Gläserverschwung reinsteht. Oh. Text 1, Text 2, not yet, Ferb. Nee. Nee. Handsome Squidward. Naja, ja auch nicht. All of you get out, except you, you stay. Nee. Nee. Mann, ich krieg einfach gar nichts hin heute. Vor allem, das finde ich immer lustig, weil es ja interessant war, aber mir fällt nichts ein. Ich bin heute einfach der unlustigste Mensch der Welt. Ich kann auch mal in den Spiegel gucken. Das ist die. Also, wenn ein weiteres Bradsommer-Meme gebaut wird. Alle lachen. Ist ja nicht funny. Also, ich verstehe diese Regelung nicht, wann etwas nicht mehr benutzt werden darf und wann doch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil Basu halt bei jedem Ding sagt, Laune, ich. Ja, mach ja, ich. Das immer lustig finde. Aber ja, es ist doch trotzdem mein Bradsommer-Meme jetzt. Stop giving me your toughest battles. Mach ein Meme für Menschen. Jo, ohne Witz. Ich kann das alles nicht mehr. Das ist lustig. Ist das von dir, Blask? Nein. Na gut. Kritische Humor-Konnoisseur-Lobby, eigentlich lustige Memes, Brüche. Finde ich geil, muss ich sagen. Hat dich abgeholt. Ja, finde ich auch lustig. Ja. Da macht sich keiner über den Schreibfehler lustig. Passiert das nur bei mir, oder? Ich glaube, es war ein Stilmittel vom Autor. Oh nein,
Das verstehe ich sogar, weil du mir das bei TikTok gezeigt hast, wie man sieht. Ja! Mann, das ist ja lustig. Das ist lustig, weil es gar nicht sein Kopf war, sondern sein Schwanz. Ja. Was ist denn? Hey! Nee. Manu, das ist lustig, weil SpongeBob sieht auch aus wie eine Banane. Bei dem Meme. Okay. Er ist gelb und gebogen, hä? Stimmt. Jetzt muss es sein. Beides Attribute einer Banane und SpongeBob. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, ist SpongeBob wirklich ein Schwamm? Danke, Leute. Mann, dass ja, ich damit auf letzten Platz bin, Alter. Das ist wirklich richtig schlecht. Lumi, ich fühle das gar nicht so. Ich fand die Info interessant. Allerdings hatte ich nur noch 10 Sekunden und musste niemand tippen. Das ist ja wirklich, also das finde ich ja nur 176 Punkte. Das ist ja lächerlich. Das oder? Ist ein Armutszeugnis für die Lobby. Ich fand das Brücke-Meme fand ich stark tatsächlich. Ja, wie kann ich dann 176 Punkte haben? Hallo? Weil da ein Haar voll Lustiges ist. Ich glaube, der Schreibfehler hat es zerstört, Philipp. Nee, der macht es noch lustiger. Echt? Ja, das ist so bei der Gen Z. Du hättest was mit dir reinschreiben müssen. Nee. Ja, irgendwie sowas. Ja, es ist nicht geil, aber ich bin einfach ausgelaugt heute. Ich will aufhören. Ich habe keine Lust mehr. Wenn du volle Möhre den lieblichen Klängen vom König der Löwis lauscht und dabei sind das... Fucking high upvoted, meme-bodied, das ist das beste Meme des Tages. Komm, kriegst du auch mein Upload. Löwi. König der Löwis. Das ist doch von Brügge selber, der hat Löwis zur Tarnung reingemacht. Wenn Lumi beim Spülmaschinen ausräumen die scharfen Messer entdeckt. Oh mein Gott. Fairerweise, Plot-Twist, die sind gar nicht mehr scharf. Ja, die hätte man noch so in Anführungsstriche machen müssen. Die scharfen Messer. Oh ja, das bin ich. He's probably thinking about woman, other woman. Philipp, der über äußerst interessante Inseln nachdenkt. Das Ding ist, Chris, du musst anfangen, Philly zu schreiben, wenn du es nicht wissen, wir nicht wissen, dass du es bist. Was für interessante Inseln denn? Doch, das du kennst du. Philipp gar nicht so gut wie ich, Lumi. Hä? Über welche Inseln redet ihr? Philipps Hobby ist Inseln. In die Gläser falsch rum regalt. Emergency Meeting. Wusstet ihr, dass es mal so eine Insel gab, wo irgendwie 15 Jahre oder so irgendwelche Sklaven drauf gelebt haben, die da gestrandet sind und dann sind die da so, ach, ich kann das auch nicht erzählen, ihr müsst das... Nein, das war guter Versuch. Das wird downvoted. Nein, Linda, du musst jetzt auch mal konsequent sein. I allow it. Und dann haben die da so ein Floß zusammengeschustert und haben es sogar zurück aufs Festland geschafft, aber damals haben die Leute dann gesagt, nein, die retten wir nicht und dann sind die da weiter auf dieser Insel geblieben, aber haben es trotzdem überlebt und später hat man die dann doch retten können, so nach 30 Jahren. Ich liebe dieses Luigi-Meme, aber ich muss sagen, das ist es nicht. Macht mich auch schon wieder sauer, dass wir das haben. Und ich wünschte, ich könnte die Geschichte so cool erzählen wie der eine Typ auf TikTok, Levi. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte über eine sehr interessante Insel. Den Namen darfst Insel. Du hier nicht erwähnen. Warum? Sag ich nicht. Na gut. Okay, der wie ein Ninja seine Identität vergendert dir. Das ist funny. Das ist aber auch von ihm selber, glaube ich. Aber es ist trotzdem funny. Ja, ist auch. Okay. Ich habe voll vergessen, was ich für eins gemacht habe. Nee. Ich habe damit die Robi gewonnen. Wow. Ja, König der Löwis, ja. Ist Sünder 3 überhaupt gut? Ich habe das auf Twitter nur gelesen, dass die broken ist. Sünder 3 ist ganz gut. Ja, Sünder 3 ist super. Aber ist ein bisschen genervt worden. Ist bestimmt trotzdem nur super. Tuni, ich fand es gut. Ich habe das sogar gememe-buddied. Mann, Carouser, du musst dich jetzt wirklich mal ein bisschen anstrengen, ne? Ich habe dich jetzt hier in die Lobby geholt. Der Waschbär ist süß genug. Oder was ist das? Doch, Waschbär. Hä, so zweiter gerade. Brauch mal Banger. Ja, ich meinte halt von den Meme. Das ist auch egal. Okay. Eigentlich ist das ganz lustig, aber was macht man damit? Haben wir es schon mal gebracht, aber was soll ich machen? Finde ich lustig. Das stimmt überhaupt nicht. Da gibt's Sunny, danke für die 5. Downvote. Seit ich kein League of Legends mehr on-stream spiele, geht's mir super. Gut, ist das Franzi? Nur on-stream. Geht allen so. Twitter öffnen. Ja. Naja, off-stream spiele ich halt Aram, aber das kannst du halt auch nicht im Stream spielen. So. Kannst du schon. Willst du alle Leute, die Aram on-stream spielen, damit diskreditieren? Ja. Okay. Ich gehe zum ersten. Nicht? Ich gehe zum ersten Twitch-Streamer, der bei mir aufkommt. Oh ja, danke schön für die 19. Kannst du ja. Ich will halt einfach nicht für. Ach, ist ja auch egal. So, was haben wir hier? Fuck, ich habe noch Gänsefüßchen, Paragraphenzeichen, gleich, Klammer zu, Prozent, Dollar, Klammer zu. Hey, das ist ein Smiley. Look what they need to mimic a fraction of power. Verstehe ich nicht. Wer ist gut? Dein Gemüse, das ist rot. Sorry. Wie die Tomate guckt, Alter.
Ja, sie war das noch ein freudscher Versprecher, ja. Oder weißt du wirklich nicht, wie Zucchinis aussehen, Bröki? Ach, du musst doch immer helfen. Hä, ich frag doch nur! Wenn die Red Bull-Leute in Paris bei den NNO-Schildern einen Buchstaben vergessen. No. No. Ist das wirklich passiert? Nein, wir waren noch nicht in Paris, das passiert erst dieses Jahr. Achso. Das ist also, lustig. Ist dieser kleine, ja. Der mit dem einen Auge, der sich da meldet in der Ecke. Mike Glotzkowski. Ja, genau, der. Glotzkowski. Weil der mit seinem Auge immer so glotzt. Ja. Ich müsste das auch mal wieder gucken. Aber er könnte auch Glatzkowski heißen, weil er auch eine Glatze hat. Ja. Ich finde den Film voll zu verstörend eigentlich. So, Philly, was ist deine Einschätzung? Was machen wir jetzt damit? I'll allow it! Ich weiß nicht mal, wie Linda, solche Bilder I'll allow it. Mann, wir können nicht immer alles allowen! Die meinst du doch nicht erlaubt? Oh Junge, alle Meme-Buddies in den letzten Minuten. Punkte! Holy geil. Shit. Ja, oh, alle meine Meme-Buddies. Und ich habe trotzdem nur 883 Punkte. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Hey, ich habe ja Minuspunkte! Hey, ich bin ja wieder erst. Oh, scheiße, ja ist noch gar nicht vorbei. Fuck. Ja, Brad Summer ist gefährlich mittlerweile. Nein, ich muss noch weiter lustig sein. Ich fand's super lustig. Ich hab dir einen Upvote gegeben. Einzige, der Brad Summer noch upvotet, du bist Basso. Also kannst du nicht selber Brad Summer Memes machen. Scheiße! You have become the very thing you sought to destroy. Ich mach das anders, warte. So. Kein Meme abgegeben und keine Minuspunkte zu bekommen. Genial. Ich glaube, ich werde viele Minuspunkte bekommen, aber worth it. Ich habe so gelacht, als ich das eingegeben habe. Kein Meme abgeben und keine Minuspunkte zu bekommen. Man kriegt minus 500 Strafe, wenn man kein Meme abgibt. Oha. Echt? Crazy. Ja, kriegt man. Alter. Hey, Fredi, sie. Danke für das Sub. Legende. Ey, wir können das nicht weitermachen. Es geht nicht. Wir können nicht. Nein. Wir können doch nicht sagen. Nein, das gibt doch keinen Sinn. Mann, das hat echt gut gepasst, Philipp, muss man sagen. Wenn man bei Schnick, Schnack, Schnuck von Stein auf Schere wechselt, you have become the very thing you sought to destroy. Ich sag das von Chris, weil er hat's vorgelesen. Ja, warum soll ich mein eigenes Meme vorlesen? Das ist ja genau deswegen. Das, weil du auch das mit Jens und dem. Ja, dann downvote's doch, wenn du es nicht lustig findest. Ich hab's geupvotet, du Hater. Ja. Twitch hat nach dem. Meme, Buddy! Das ist es. Oh, na gut. Das war eine simple Lobby. Ich wollte es vorlesen, dann wollte ich es nicht mehr vorlesen. Wahnsinn. Wenn dir jemand einen Zettel zusteckt und dir mitteilt, dass sich das doofe Schwein rechts hinter dir ganz eklig angafft. Ist das schon mal jemandem passiert hier? Echt? Mann, da ist ein Typ im Hintergrund, der den Typen angafft. Ich dachte, das wäre lustig. Hä, überhaupt nicht. Ich Meme. Ihr seid so bad, Philipp. Mann, ihr seid so kacke. Oh Mann, du bist so nicht so serious. Nee, normale Wurst kriegt Downvote von mir. Ich esse Meme. Ich esse auch nicht mit Abbrücki. Ach, weiß ich nicht. Mann. Ich esse auch nicht nur Fleisch. Es ist wirklich schlimm mit euch. Das ist geil. Fuck you. Let's go. Es geht nicht. Es geht nicht, dass wir jedes Mal sagen. Memes durch. Fünf Werbespots. Meme-Bobby ist gegangen. 3 Sekunden direkt in das Mies. Weil du kein Sub bist. Wenn du Sub wärst, dann würdest du keine Werbung kriegen. Aber ja, manchmal kommt ein bisschen Werbung. Wenn du viel Werbung kriegst, dann tut mir das sehr leid. Aber ich liebe Geld und ich will mehr Geld, deswegen. Entschuldigung. Das ist, weil er vorher oder das andere Brad Summer Meme so gehatet hat. Ich hab 10 Punkte mit meinem Brad Summer Meme bekommen. Boah, ich wünschte, das wäre direkt danach gekommen. Das wäre so funny gewesen. Das sind wir mal mit Schnickschnack Schnuck 166. Also, das finde ich ekelhaft. Ich habe das Gefühl, hier werden manchmal auch einfach Hate-Downvotes gegeben. Ja, das Gefühl habe ich auch, wirklich. Minus 1000. Das ist krank. Das ist Ferkelkram. Nice, let's go. Geil. Ja, 2! Vor Philipp! Ich war jede Runde auf dem Treppchen. Das ist ganz, ganz komisch. Das ist wirklich. Crazy. Das war mal wieder schön. Hat das Spaß war gemacht. Wirklich toll. Ja, das war lustig. Aber reicht euch jetzt.